Sind Emma und Umut verliebt? Das sind ja schon fast echte Gefühle. Du empfindest was für ihn. Wir haben Gefühle füreinander aufgebaut. Darüber und warum diese Staffel Temptation Island VIP meiner Meinung nach die schlechteste aller Zeiten ist, darüber müssen wir in diesem Video ganz dringend reden. Und ich werde es natürlich auch noch kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo, ich bin Alex und bei Temptation Island VIP gilt in besonderem Maße, du kannst es nur auf RTL Plus schauen. Deswegen packe ich dir den Link dazu natürlich ganz oben in die Videobeschreibung. Und da ist dann auch noch immer ein Code dabei, da kriegst du dann bis zu 50% Rabatt. Am besten selber nochmal durchlesen. Und dann würde ich sagen, wir starten aber auch erstmal direkt rein. Denn am Ende der letzten Folge durften Umut und Lorik ja mit zwei Verführerinnen eine Bootsparty feiern. Ja, und das haben sie dann logischerweise auch gemacht. Die beiden Jungs, die sind einfach Abriss. Deswegen, ich feiere das. Heute gehen wir runter! Heute gehen wir runter! Genauso. Ja, und während die Männer dann Spaß haben, hatte Mimi nicht so viel Spaß. Die hat nämlich mal einen Einblick in ihre Beziehung zu Yannick gegeben und da gab es durchaus auch häufiger schon Spannungen, insbesondere wenn sie sich beruflich selbstständig machen möchte. Ich glaube, ich mache Onlyfans, so mäßig. Ah. So habe ich das gesagt. Ja. Okay. Und da hat er gesagt, ja, willst du das nicht vorher mit mir absprechen? Mhm. Und da habe ich gesagt, aber brauche ich die Erlaubnis dafür von dir? Erlaubnis nicht. Ja. Und das fand ich dann tatsächlich mal ein ganz interessantes Diskussionsthema, weil irgendwie hat Mimi das jetzt komisch dargestellt, oder? Also, wenn er gesagt hat, möchtest du das vorher nicht mit mir absprechen, dann bedeutet das ja nichts von wegen Erlaubnis, sondern wirklich erstmal nur, dass man das vielleicht vorher ankündigt. Und ich finde schon, dass das ein Thema ist, über das man in der Beziehung auf jeden Fall reden sollte, bevor man das macht, oder? Aber mal schauen, was Mimi noch weiter erklärt. Das war auch ein Streitthema, weil ich habe mir gedacht, hey, erstens brauche ich keine Erlaubnis. Und zweitens habe ich es auch noch nicht gemacht. Ja. Ich finde, verbieten ist in einer Beziehung was nicht geht. Weil dann bist du nicht mit der Person zusammen, sondern du formst sie so, wie du sie haben willst. Siehst du das genauso? Weil ich sehe es tatsächlich ein kleines bisschen anders. Also ich finde auch, dass es ein super schwieriges Thema ist, aber ich finde schon, dass man in einer Beziehung vielleicht nicht unbedingt was verbieten kann. Aber man kann ja trotzdem sagen, hey, ich möchte nicht, dass du das tust. Also für mich zum Beispiel in der Beziehung geht es immer sehr viel um Exklusivismus. Und ich bin zum Beispiel der Einzige, der eigentlich seine Freundin nackt sehen möchte. Insofern würde mich OnlyFans stören. Wenn ich das jetzt meiner Freundin sage, ist es dann verbieten? Und wäre es nicht sinnvoller, einfach die ganze Zeit drüber zu reden? Irgendwie verstehe ich hier Mimis Punkt nicht so hundertprozentig, aber ich bin auf jeden Fall mal sehr auf deine Meinung gespannt. Und die Verführer haben natürlich übrigens auch eine wundervolle Meinung. Und toll übrigens, dass Mimis Kopf ihn dabei so verdeckt, dass es ein bisschen so aussieht, als wäre er nackt. Guck mal, wenn du das jetzt nicht machst und du bist deswegen irgendwie unglücklich, das wird sich immer auf diese Beziehung auch auswirken. Ja, das ist ja so, wie Denise und Lorik so die Beziehung haben. Ja. Ne? Das ist ja so, die Beziehung, die ist Müll. Das war deutlich, aber auch irgendwie richtig, oder? Also die Beziehung von Denise und Lorik ist wirklich ein bisschen Müll. Darüber müssen wir gleich sowieso nochmal reden. Dann hat Mimi allerdings erst nochmal was ganz anderes besprochen, denn OnlyFans macht sie jetzt vielleicht nicht. Sie war ja aber durchaus schon mal sehr unbekleidet zu sehen. Die Bilder habe ich damals aus wissenschaftlichen Gründen übrigens genau analysiert und ja, die waren ganz gut. Aber ich denke mal, beim Playboy ist sowieso der Zug abgefahren, ne? Willst du im Playboy oder wie? Hä? Warst du oder willst du im Playboy? Ich war. Du warst? Mhm. Das war einfach ästhetisch. An der Stelle muss ich aber auch noch mal ganz unironisch bemerken, ich finde auch, also Playboy-Bilder sind jetzt meiner Meinung nach sehr selten irgendwie pornografisch, die sind halt immer irgendwie einfach schön und da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt was Verwerfliches dran. Denise hätte übrigens auch gerne mal ein paar Playboy-Bilder von sich, nur das hat bisher nicht geklappt und wie immer ist es Loriks Schuld. Das war ja auch mein Traum, in Playboy zu kommen. Ich hatte tatsächlich vor Ex on the Beach da auch die Anfrage. Aber? Lorik. Boah. Oh. Digga, dieser Name, der juckt's direkt mittlerweile, wenn ich den höre. Ist aber auch wieder eine ganz interessante Frage, oder? Weil ich finde, beim Playboy spielt ja das Geld auch eine entscheidende Rolle. Und da finde ich die Bilder jetzt wirklich nicht so pornografisch. Insofern wundert mich ein bisschen, was Lorik dagegen hat. Auf der anderen Seite, natürlich darf er seine Meinung sagen. Ob sich Denise dann nicht vielleicht doch hätte selbst besser durchsetzen sollen, ist natürlich aber auch nochmal eine andere Frage. Schwierige Beziehung auf jeden Fall bei den beiden. Na gut, wir können ja aber währenddessen eigentlich mal schauen, was denn die Männer jetzt auf dem Boot so treiben. Und wenig überraschend verbringen Umut und Emma wieder ganz viel Zeit. Jana Marias Partner Umut genießt das Date mit Emma in vollen Zügen. Mit Jana habe ich noch nie einen Boot zugemacht. Dieser Moment gehört uns. So.
Ich bin schon so ein Mensch, der ja immer sagt, nichts passiert ohne Grund und alles kommt genauso, wie es kommen soll, zur richtigen Zeit. Ja, habe ich tiefstes Vertrauen ins Universum. Was Emma mit ihrem Kalendersprüchchen dann übrigens meint, ist, dass sie ja eigentlich in der Mitte der letzten Folge gar nicht mit sollte auf diese Bootsparty, weil sich Umut leicht von ihr distanzieren sollte. Aber dann ist ihr die Natur zur Hilfe gekommen. Und ja, ich glaube ja auch durchaus ein bisschen an Schicksal und so. Aber das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ne Emma? Auf einmal Tornado, auf einmal wir sitzen hier. Deswegen, weißt du, was ich meine? Deswegen. So. Mach dir keine Sorgen, die sind auf meiner Seite. Jeder ist auf meiner Seite. Wisst ihr eigentlich, was meine Einstellung zu Emma und Umut ist? Ich glaube schon, dass die sich wirklich mögen. Ich glaube, aber in erster Linie sind die wirklich einfach nur sehr gut darin, sich gegenseitig eine Geschichte zu erzählen, die der andere hören will. Und eigentlich geht es gar nicht so sehr um die Person dahinter. Also ist zumindest meine Meinung. Aber okay, jedenfalls sind sie ja zusammen auf diesem Schiff. Und nochmal, das kann nur Schicksal sein. Ist das dein Ernst gerade? Ja, ich hätte gerne echt diese. Okay, wenn du meinst. Aber dass du dich genau von der Seite gezeigt hast, dass du dann emotional in dem Moment, wo du das nicht getroffen hast und das nicht versteckt hast, fand ich real von dir. Du hast nicht versteckt. Die reden aber auch wirklich eine unheimliche Scheiße, oder? Und das ist interessanterweise auch ein ganz großes Problem mit mir und dieser Staffel. Was ich damit genau meine, erzähle ich nachher noch mal ein bisschen genauer. Aber jetzt erstmal zu euch beiden. Ihr habt jetzt schon Gefühle füreinander, oder? Ich habe ihn natürlich schon in mein Herz geschlossen, weil wir einfach so eine krasse Connection haben. Weil bei uns ist das einfach 100% Match. Ich kann das nicht verstecken, ich Emma, muss immer so... Emma, ich merke, dass du mit Scherz ist. Natürlich. Das merke ich. Das Schlimme ist übrigens, dass ich bisher immer noch dachte, Emma macht das nur für Fame. Mittlerweile glaube ich aber, die mag Umut wirklich. Und das finde ich fast ein bisschen erschreckender. Was Umut übrigens nicht weiß, ist, dass auch Jana Maria ein Bootsdate bekommen hat. Und zwar natürlich mit ihrem Lieblingsverführer, dem Fußfetischisten, der auch Calvin heißt. Der allerdings leider nicht halb so cool ist wie der Original-Calvin. Ich würde mal sagen, auf ein erfolgreiches und lustiges Date, ja. Was vor allen Dingen unvergesslich bleibt. Mhm. Prost. Ich fühle mich echt gut an deiner Seite. Du gibst mir so eine männliche Stärke, so eine männliche Ausstrahlung, die ich jetzt brauche in den schlechten Tagen. Ich glaube, es liegt daran, dass ich alt bin. Ne? Ich persönlich finde aber, Calvin sieht aus, als wäre er 14 und hätte sich einfach nur schlecht rasiert. Aber okay, das ist natürlich immer Geschmackssache und ich gönne Jana Maria tatsächlich, dass sie da jetzt eine ganz schöne Zeit hat. Aber ich glaube, ich gönne auch jedem, der Umut kennt, dass er mal eine gute Zeit hat, weil das hat man mit Umut ja sonst eher selten. Ich wünsche mir einen Mann, der respektvoll mit mir umgehen kann. Mhm. Und dass er so groß ist wie du, dass er so nett ist wie du, so sympathisch, einfach ein echter Mann. Ich brauche einfach einen Mann an meiner Seite. Oh, ich glaube, wenn Umut diese Bilder irgendwann mal beim Lagerfeuer zu sehen bekommt, dann kracht's gewaltig und darauf freue ich mich sogar schon ein kleines bisschen. Aber tatsächlich hat man ja wirklich auch ein bisschen das Gefühl, dass Jana Maria von Calvin zumindest schwärmt. Und das verhärtet sich dann auch noch, genau wie Calvins Hoseninhalt, wenn er an Schuhe denkt. Calvin hat irgendwas, was Umut nicht hat. Er hat Anstand, er respektiert mich, ich kann sein, wie ich bin. Und mehr brauche ich auch nicht. Ich persönlich finde es übrigens richtig heftig, was Jana Maria da sagt, weil das bedeutet ja eigentlich zwischen den Zeilen, dass sie das Gefühl nicht bei Umut hat. Und ich würde sagen, in der Beziehung ist das vielleicht sogar mit Abstand das Wichtigste. Na gut, Calvin hingegen hat sich, glaube ich, auch schon ein bisschen verguckt. Und das ist auch noch so ein Problem von mir mit dieser Staffel, ne? Irgendwie habe ich schon seit längerem das Gefühl, dass die Verführer und Verführerinnen bei Temptation Island ihren Job irgendwie gar nicht mehr machen, weil ihr müsst so sein wie Laura früher. Ihr müsst halt die Leute rumkriegen und beweisen, was das für Arschlöcher sind und euch nicht bitte die ganze Zeit verlieben. Ich glaube sogar, dass ich absolut genau da reinpasse, was Jana Maria sich eigentlich wünscht. Und ich muss jetzt abwarten, was die nächsten Tage bringen. Krass. Wunderschön. Ob Calvin wirklich in Jana Maria hineinpasst, das finden wir dann wahrscheinlich irgendwann später nochmal heraus. Erstmal gab es aber das, was ich am meisten, mit Abstand, in jeder Staffel liebe. Motto-Party. Schon wieder. Western-Party. Bisschen Cowboy-Spielen. Von diesem unheimlich tollen Motto angeregt, hat sich dann sogar Kader herabgelassen, mit den anderen Alkohol zu trinken. Und da muss man sagen, das ist wirklich was Besonderes. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie trinkt generell quasi keinen Alkohol mehr und wollte das in dem TV-Format erst recht nicht tun. Was? Kader will ein Stück Weißwein. Ein Stück Weißwein. Ja,
haben sich alle so gefreut. Ich glaube, die wollen, dass ich hier völlig die aus dem Ruder laufe. Hey, das ist mein erstes, letztes Glas bei euch. Ich sag's dir. Ja, und dann hat Kader irgendwie nur ein halbes Mal am Weißwein genippt und ist dann mittelgradig ausgerastet. Und für mich ist sie immer noch das Highlight dieser Staffel. Und ich glaube, wenn die nicht mehr dabei wäre, dann würde ich mir wirklich überlegen, ob ich es nicht abbrechen soll. Die haben alle so dreckige Gedanken. Wirklich. Ja, ja. Wer weiß, was die nachts für Träume haben. Möchte ich ehrlich gesagt gar nicht so genau wissen. Aber wir können ja lieber mal schauen, was bei den vergebenen Männern so geht. Denn auch die haben eine coole Motto-Party. Und da ist dem RTL-Praktikanten dann, glaube ich, wirklich das Geld für die Vorbereitung für diese Staffel ausgegangen. Was ist das? Ja, wie geil ist das? Ja, das kann ich auch nehmen. Wie geil ist das, bitte? Heute ein bisschen bling, bling. Wir sind heute Blender, weil wir machen bling, bling. Wundervoll. Bei den Frauen ist denn währenddessen Jana Maria übrigens mit Calvin zurück vom Date gekommen. Aber das hat die beiden nicht davon abgehalten, direkt weiter zu flirten. Und Calvin hat nochmal sehr deutlich gezeigt, was seine Präferenzen sind. Also, ich freue mich ja, dass er da so viel Spaß dran hat, aber er übertreibt vielleicht ein bisschen. Die Liebe zwischen mir und ihren Füßen ist so unheimlich spannend und impulsiv. Ich glaube, genau darauf steht sie und genau das macht sie auch an. Calvin, tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen, aber wenn du dich für Jana Maria interessierst, dann musst du den nervigen Rest auch mitnehmen, ne? Dann kannst du nicht nur die Füße haben. Aber tatsächlich, glaube ich, mögen die beiden sich wirklich. Und im absoluten Notfall kann Jana Maria ja einfach einen Gipsabdruck von ihren besten Stücken machen. Ich glaube, das reicht Calvin auch. Wenn ich so richtig over him bin, kriegst du meine Füße, ey. In der Männervilla gab es natürlich währenddessen immer noch nur eine Geschichte, nämlich die zwischen Umut und Emma. Und sie kommen sich immer näher und näher und es wird immer blöder und blöder. Tschüss! Umut zweifelt nicht an seiner Beziehung, aber wir zweifeln an seiner Beziehung. Ich merke alles so ein bisschen. Die Verführerinnen sind da übrigens aber nicht die einzigen, sondern auch die anderen vergebenen Männer machen sich natürlich ein paar Gedanken und wollen deswegen bei den Verführerinnen mal so ein bisschen nachhorchen, wie es eigentlich aussieht. Also ob Emma das jetzt nur für die Quote macht oder ob sie wirkliches, echtes Interesse an Umut hat. Oder beides. Wahrscheinlich beides. Ja, ja, ja. Ich hab gefangen. Ja, aber war das wirklich real? Ich halte sie, ohne das Böse zu meinen, so, du bist ja gut mit ihr. Ich glaube, sie macht einfach nur einen grandiosen Job. Ne? Das ist jetzt ein bisschen unfreundlich formuliert, aber ich persönlich glaube auch nicht, dass Emma smart genug ist, um hier nur einen richtig guten Job zu machen. Und Umut ist, glaube ich, auch nicht so smart, denn Yannick möchte ihn jetzt natürlich auch mal sehr gerne darauf ansprechen. Aber Umut ist halt nicht nur ziemlich besoffen, sondern auch ziemlich schwer vom Begriff. Weißt du, ich bin nur stiller Beobachter und so immer, ne? Und ich analysiere alles. Und ich habe jetzt auch schon aus ein paar Ecken gehört. Aber was die anderen labern, nein, ist mir scheißegal. Umut, und was ich selber beobachtet habe heute. Und deswegen bin ich zum ersten Mal, dass ich aktiv auf dich zugehe. Finde ich an dieser Stelle übrigens auch echt ganz gut von Yannick. Und ich muss generell mal sagen, dass er und Easy eigentlich wirklich Temptation Island so spielen, wie man das spielen sollte, wenn man danach noch eine Beziehung haben möchte. Bei Umut ist das natürlich ganz anders. Deswegen entfernt er sich auch sehr interessant aus dem Gespräch. Aber du suchst ein bisschen ihre Nähe. Nein, 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 habe ich nicht. Komm, dann suche ich nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe gegenüber keiner Frau von dir irgendwie emotionale Bindung aufgebaut. Zu keiner. Zu Emma schon. Ah, Monaco jetzt. Ah, schön. Genau. Und um das zu beweisen und sich nicht weiter verteidigen zu müssen, hat Umut sich dann ganz zufällig verbrannt. Aber machen wir uns nichts vor. Das ist natürlich wieder Schicksal. Genau wie beim Tornado. In dem Moment auch noch verbrenne ich mich. Das hätte dann so ein höheres Zeichen sein können, laut seiner Wahrnehmung. Und deswegen war das Gespräch abrupt beendet. Krass, krass, krass. Wir hören auf. Yannick reicht, reicht. Walla reicht. Aber auch wenn Umut sich vor diesem Gespräch drückt, am nächsten Morgen versucht Easy dann nochmal mit Emma darüber zu sprechen. Denn jeder hat das Problem zwischen den beiden mittlerweile durchschaut. Außer halt Emma und Umut selber. Glaub mir, ich wahre den Abstand die ganze Zeit. Ich möchte ihm auch körperlich die ganze Zeit nicht zu nahe kommen, damit das ja nicht hier irgendwie in den falschen Hals gerät. Weißt du, was ich meine? Das weiß ich. Das sind ja schon fast echte Gefühle. Du empfindest was für ihn. Sind das wirklich echte Gefühle? Emma sagt was ganz Interessantes dazu, weil irgendwie sagt sie ja und irgendwie sagt sie auch nein.
und meint eigentlich nur ja. Wir haben Gefühle füreinander aufgebaut, aber keiner redet hier von Liebe oder irgendetwas. Das ist aber einfach nur, dass wir beide festgestellt haben, haben uns einfach gern. Also meiner Meinung nach ist Emma komplett verschossen und Umut auch. Und da kann mir auch keiner was anderes erzählen. Und im Prinzip gibt Emma das dann 3 Sätze später auch wieder zu. Ja, Emma, dann musst du jetzt aber langsam auch mal was machen, ne? Klar würde ich mir wünschen, dass wir uns auch unter anderen Umständen jetzt kennengelernt hätten. Und dass der nicht in einer Beziehung gewesen wäre oder ist. Der redet natürlich dann auch über seine Freundin und so, und das will man dann auch nicht hören. Genau, Emma. Deswegen sollte man sich als Verführerin bei Temptation Island ja eigentlich auch nicht verlieben. Das steht doch eigentlich sogar in der Jobbeschreibung. Naja, gut. Wir können ja mal schauen, was Jana Maria eigentlich am nächsten Morgen so denkt. Denn ja, man hatte ja jetzt auch ein bisschen den Eindruck, dass sie und Kevin sich sehr nahe gekommen sind. Noch hängt sie aber sehr an ihrer Beziehung. Heute Morgen bin ich einfach aufgestanden und ja, ich vermisse einfach Umut. Auch wenn er diese Scheißbilder gebracht hat. Und apropos Scheißbilder, da wollte RTL dann natürlich wieder einhaken. Und deswegen gab es wieder das wunderschönste Geräusch im deutschen Fernsehen, nämlich... Jetzt musst du meinen Kanal aber wirklich mal abonnieren, weil sonst werde ich ganz verzweifelt. Ich meine... Temptation. Ich hab mich so erschrocken, mein Puls, das hat so... Klar. Scheiße, ich kotze gleich. Und ich bin ganz ehrlich, ich war mir jetzt relativ unsicher, warum es jetzt schon wieder ein Temptation-Geräusch gibt, weil eigentlich ist ja in dieser Staffel, wenn man ganz ehrlich ist, jetzt nach dem letzten Lagerfeuer noch gar nichts passiert. Dann gab es aber so gesehen, wie ich finde, sehr schlechte Neuigkeiten. Und darüber müssen wir gleich echt nochmal reden. Liebe Männer, eure Frauen, die machen sich hier bei Temptation Island VIP eine richtig gute Zeit und haben sehr viel Spaß. Und zwar mit ihren Verführern. Wie viel Spaß sie haben, das zeige ich euch heute Abend beim 2. Lagerfeuer. Ich freue mich auf euch. Und das besiegelt für mich bisher, dass das wirklich die schlechteste Staffel Temptation ist, die ich jemals gesehen habe. Denn wir wissen doch alle, was jetzt passiert. Die ganze nächste Folge wird wieder nur das Lagerfeuer sein, wobei das in dieser Folge noch anfängt, also bleibt auf jeden Fall noch dran. Und es gibt ja eigentlich nicht so viele neue Bilder. Und der einzige Plot, und das macht diese Staffel auch so schwierig für mich, ist ja eigentlich der bei Umut und Emma bzw. Jana Maria und Kelvin. Alles andere ist doch total banal, weil sowieso überhaupt nichts passiert. Und deswegen ist es für mich einfach mega langweilig, weil man ja eigentlich auch schon weiß, dass Umut und Jana Maria sich sowieso irgendwie trennen werden. Und na klar ist es dann interessant zu sehen, ob Umut vielleicht noch mit Emma im Bett landet oder so. Aber sonst passiert ja eigentlich nichts, oder? Ich wüsste jetzt auch nicht, was in dieser Staffel überhaupt noch passieren soll. Du kannst mir deine Meinung ja sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Nachher sage ich noch mal was dazu, dann wird es sogar noch ein kleines bisschen schlimmer. Erstmal ist Umut aber jetzt völlig klar geworden, Lagerfeuer nicht so gut für ihn. Ich hoffe nicht, dass sie irgendwie was wie beim ersten wird. Hoffentlich, hoffe ich für sie. Habe ich das gerade richtig verstanden? Umut flirtet die ganze Zeit mit Emma und möchte halt eine Beziehung mit ihr eingehen. Und er hofft dann aber darauf, dass Jana Maria ihm jetzt mal anständige Bilder zeigt, damit er es nicht tut. Was ein ekliger Typ, oder? Bei den Frauen hat sich interessanterweise Kada am größten ihre Gedanken gemacht. Okay. Ich will nichts sehen. Ah, okay. Ey, ich sag euch nur eins, entweder verlasse ich heute das Projekt oder ich bleibe weiter hier. Genau, entweder geht Kada oder sie bleibt. Und außerdem ist auch Obst im Haus und das bleibt ja alles so, wie das ist. Diese Anspannung tut mir auch nicht gut, ne? Was wird diesmal gezeigt? Hat sich da was angebahnt zwischen Isi und der Seelenverwandten sozusagen? Okay, Kada, ich glaube, da musst du dir wirklich keine großen Gedanken machen. Also zumindest ist da ja nicht mehr passiert. Wer sich allerdings wirklich Gedanken machen sollte, das ist Umut. Und der lebt wieder mal in seiner ganz eigenen Welt und erwartet jetzt, dass Jana Maria alles richtig macht, damit er weiter alles falsch machen kann. Mich würde viel mehr verletzen, weil ich eine loyale Partnerin an meiner Seite haben möchte, dass da weiterhin schlecht geredet wird. Und ich glaube, das würde mich innerlich viel mehr zerfetzen. Immerhin gibt es dann aber sowas wie einen ganz kleinen Funken der Einsicht. Der ist aber leider wirklich so klein, dass er, glaube ich, nicht für ein Feuer reicht. Aber vielleicht ja ein bisschen für Rauch. Damit kennt sich Umut, glaube ich, eher aus. Ich bin ja auch nicht perfekt. Ich mache ja auch, weil ich einfach gerade viel Energie habe und Party in Stimmung mache, kommt das eine andere Blödsinn von mir, wo ich danach aber trotzdem nachhinein selbst reflektiere, okay, der Spaß war gerade zu viel gewesen, weil ich das selbst reflektiere. Und das setzt sich dann in die Tat
um. Umut, falls du dieses Video sehen solltest, habe ich jetzt eine ganz persönliche Message nur für dich. Du reflektierst einen Scheiß und machst einfach, worauf du gerade Bock hast. Ganz ehrlich. Aber dann ist es jedenfalls auch schon soweit und das Lagerfeuer startet tatsächlich. Und Lola hat natürlich gleich mal in die richtige Richtung gestichelt. Liebe Männer, herzlich willkommen zu eurem zweiten Lagerfeuer bei Temptation Island VIP. Na, wie ist die Stimmung? Angespannt. Umut, wie ist es bei dir? Ja, was soll ich sagen? Ich bin halt einfach ein bisschen tollpatsch oder mach halt ein bisschen viel Spaß. Ja, ein bisschen viel, ja, ein bisschen viel. Das hat Izzy, wie ich finde, sehr schön gesagt. Leider muss man sagen, hat es dann aber nicht mit Umut angefangen, sondern der erste, der Bilder zu sehen bekommen hat, ist Lorik. Okay, hier muss man ja auch sagen, seine Beziehung zu Lini steht ja durchaus auch ein bisschen auf der Kippe. Und das wurde durch die Bilder, die gezeigt wurden, auch nicht unbedingt besser. Wobei man auch fairerweise nochmal sagen muss, das sind ja eigentlich nicht so diese klassischen Temptation-Bilder, wo jetzt irgendjemand fremdflirtet oder so, sondern es geht eher darüber, wie man über den Partner spricht. Richtig zu betrachten ist halt ein bisschen schwierig, aber wenn es jetzt eine Mimi mir erzählen würde, was meine Situation sind, dann würde ich ja auch sagen, was ist das für ein Vogel? So schießt den ab, so was willst du mit dem? Was labert die denn? Die alte Dennis kommt so ein bisschen zum Vorschein, weil mir vor diesem Format noch gar nicht bewusst war, dass, ich weiß nicht, Dennis irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Ich persönlich finde übrigens tatsächlich, dass Denise hier eine ganz interessante Entwicklung durchmacht. Ich kann die nämlich immer nicht so richtig einschätzen. Also es gab durchaus Formate, in denen ich sie gesehen habe, wo ich sie ganz sympathisch fand und dann fand ich sie wieder irgendwie mega ätzend. Mal gucken, wie sie aus diesem hier rauskommt. Wen ich auf jeden Fall irgendwie nicht mag, das ist Lorik. Das wird durch seine Erklärung auch nicht besser. Ich sage nicht, du sollst mit der Person keinen Kontakt haben. Du sollst da nicht hingehen, red nicht mit der, mach ich nicht. Wenn sie das von sich aus, keine Ahnung, nicht macht, weil gewisse Freundinnen oder sonst was andere Interessen haben, das also liegt ja nicht an mir. Eine richtige Sache sagt Lorik allerdings, denn ich glaube, das, was bei Denise und ihm am wenigsten gut funktioniert, ist eigentlich das Wichtigste in der Beziehung, nämlich Kommunikation. Ich erfahre hier Sachen, die sie zu mir so noch nie gesagt hat. Du hast einen Mund, dann rede doch mit mir. Danach wurde dann zu den vergebenen Frauen geschaltet und eigentlich ist es ja so, dass dann Denise angesprochen wird und sie dann Bilder von Lorik bekommt. Interessanterweise wurde allerdings erstmal Mimi angesprochen und so gesehen hat die ja mittlerweile auch mit Lorik schon mehr zu tun als Denise und sie hatte auch eine sehr klare Meinung. Ich denke nicht positiv von Lorik. Also was ich von ihm gehört habe, hat er seit Beginn an Denise eigentlich verbogen, so wie es ihm gefällt. Hat Mimi durchaus recht. Aber dann ist jetzt ja eigentlich der Moment gekommen, an dem auch Denise tolle Bilder von Lorik zu sehen bekommt. Aber ich glaube, diesmal war es nicht unbedingt ein psychologischer Trick, nur RTL hat, glaube ich, einfach keine neuen spannenden Bilder von Lorik. Deswegen hat man die übliche Entscheidung getroffen. Denise, es tut mir leid, aber du wirst heute keine eigenen Bilder von Lorik sehen. Okay, dann werde ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen schlimmere sehen. Tolle Einstellung. Und damit ist diese Folge tatsächlich am Ende. Aber die nächste könnte hoffentlich ein bisschen interessanter werden, denn da sind gleich zwei Paare auf der Kippe. Ich will das nicht. Ich mach das nicht mehr. Ich brauch das nicht. Ich gehöre jetzt zu euch. Ich will jetzt auch singen. Sie hat ihre Entscheidung getroffen. Ich hoffe jetzt ein. Ich gehe morgen. Was? Ich gehe morgen. So, und jetzt wollte ich ja noch mal was zu dieser Staffel sagen. Ehrlich gesagt finde ich es nämlich noch ein bisschen langweiliger, als ich das vorhin schon angenommen habe. Ich finde dieses ganze Lagerfeuer echt mega schwachsinnig und ich frage mich nach wie vor, was da jetzt noch Interessantes passieren soll, was irgendwie neu ist. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, ich mache die Staffel natürlich bis zum bitteren Ende durch und ich hoffe, ihr habt auch Spaß trotzdem beim Gucken. Ich habe ja auch Spaß beim Gucken, aber so richtig spannend finde ich es nicht. Wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare wäre super cool, Daumen nach oben wäre super cool und ich sag's diesmal extra an. Immer wenn ich dieses T-Shirt hier anziehe, fragen mich ganz viele Leute, wo ich das her habe. Ich packe euch einen angepinnten Kommentar dahin, da findet ihr den Link. Ich mache auch einen Affiliate-Link, wenn ihr was bei Amazon über den Link bestellt, müsst ihr nicht mehr bezahlen. Ich verdiene mal ein kleines bisschen mit und dann haben hoffentlich alle Leute dieses wunderschöne Betrachter-T-Shirt, die es haben wollen. Vielen Dank. Okay, und streng genommen müsst ihr das jetzt sowieso wieder tun, ne? Denn sonst ist euer Leben genauso langweilig wie die Staffel.